Tobi, ist das die DAX-Analyse für Dienstag, den 22.12.2020? Und irgendjemand hat hier unseren DAX kaputt gemacht. Bevor ihr das gleich seht, ich habe ein neues Headset jetzt. Das tolle neue Headset und meine tolle neue Aufzeichnungs- oder meine tolle alte Aufzeichnungssoftware haben etwas Beziehungsprobleme. Beziehungsweise ist vielleicht die eine auf den anderen eifersüchtig. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gerade 17 Minuten lang ein wunderschönes Video für euch eingesprochen, habe das gerendert und bei YouTube hochgeladen und dann festgestellt, dass da gar kein Ton kommt. Deswegen wundert euch jetzt nicht, es sieht jetzt hier ein bisschen anders aus, wie wir das gestern hinterlassen haben. Das Schöne für euch ist natürlich, ich kriege das jetzt wahrscheinlich kürzer schon hin, da ich hier echt ganz schön rumeiern musste, um mir jetzt hier was zurechtzuleiten. Wir fangen am besten einfach mal damit an. Wo sind wir gestern? Freitag. Wir sind Freitag rausgegangen. Wir hatten gesagt, der Markt ist nach oben gezogen, kurz vorm Abend. Das spreche dafür, dass ein Abwärtsgap kommt. Wir hatten uns angeguckt unter der 600 mit dem Abstoß oben am Allzeithoch, dem Abklatschen. Erinnert euch, wir hatten hier so ein Bild mit Handclaps als Titelbild. Hat er sich da rausgeschossen, er sollte unter die 600 und dann hätte er auch Rücklaufchancen noch zur 450 gehabt. Das war unser Szenario. Dort sollte er wieder hochdrehen. Und genau, dort sollte er wieder hochdrehen. Genau, als Ausweich hat er unten noch, als Ausweichvariante hat er unten noch die 13.300 gehabt. Und ich glaube, da konnte man machen, was man wollte, egal welche Marke man genommen hat. Auf Long-Seite war da nichts zu holen, einfach halt. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo man sich dann da gegen die Kerzen gestellt hat, hat man immer auf die Fresse gekriegt. Und deswegen ist es einfach auch immer wichtig, ich sage das auch denen bei uns im Chat immer wieder, wo ich das so mitkriege, dass sie in die roten Kerzen ganz gerne mal einen Long reinknallen und in die grünen ganz gerne einen Short, wartet halt einfach immer ab, bis die Kerzen auch umdrehen. Das macht es euch leichter. Ne, auch wenn, da nützt selbst Premium-Dienst nichts, ne, wenn wir euch dann sagen, hier, da sind schöne Zonen, da sind schöne Zonen, da sind schöne Zonen und ihr ignoriert dann trotzdem, was der Markt dort macht, dann hat man nichts gekonnt halt. Ne, also ein bisschen gucken, zockt er nach oben an, nimmt er die Marke ernst, baut eine grüne kleine Kerze rein, dann kann man die als Einstiegssignal halt nutzen. Aus einer schönen technischen Zone heraus sind das dann gute Einstiegschancen, wo man sich einfach ein bisschen was rausholen kann. Wenn man sich natürlich nur gegen die Kerzen stellt, dann ist man hier definitiv an dem Tag nicht glücklich geworden. Ganz egal, was man gemacht hat. Ich hatte ja auch ein bisschen gesagt, dass ich mir hier, dadurch, dass wir da ein bisschen oder ich persönlich da ein kleines Ereignis gestern hatte, wo ich gesagt habe, ja, ob mich das so kalt lässt am Montag, weiß ich nicht. Ich sperre mich mal lieber für den Handel oder würde dort weniger handeln, nichts handeln etc. Wenn ich das hier so sehe, also da war nicht viel, der hat gedreht, da waren gar keine Marken mehr benannt, ne? Also dass hier unten jemand eine 1360, 1340 auf dem Schirm gehabt hat und dann da noch long gegangen ist oder da erst long gegangen ist, das halte ich für recht unwahrscheinlich, ne? Also das hat da wirklich einfach mal die Menge richtig, richtig, richtig kalt erwischt und dann natürlich auch rückzu, ja auch nochmal bis zum Abend das gleiche rückwärts nochmal gemacht. Herz wird von der Mitte schön raus, von der 20.250 schön nach unten anziehen können, aber 250 ist, glaube ich, so auch eine Marke gewesen, die für die meisten da eher nicht wichtig war. Rund um einen Tag, an dem der DAX sicherlich viele in Schieflagen reingedrückt hat halt. Ne? Die Long reingeknallt haben, da dürfen wir nicht ganz vergessen, sind in der Regel ja nicht vor um 8 reingekommen halt. Ne? Die meisten, der war ja auch schon um 7 hier auf dem Niveau, und die meisten durften halt hier so in der Zone Long gekauft haben. Hier unten, glaube ich, haben es die meisten schon nicht mehr gelassen. Oder die, die da unten gekauft haben, werden auch schon raus sein. Das denke ich schon. Das heißt, wir haben in dem Bereich noch einen Long-Überhang und wir haben auf der Strecke einen Short-Überhang. Also von daher wäre es für mich jetzt interessant, wie der DAX umgeht. Ich sehe ein bisschen zwei Varianten. Die eine wäre, DAX hat unten schon fertig und das hat sich jetzt erledigt. Hat jetzt hier einmal Corona eingepreist, Lockdown für, ich sag mal, neue Mutationen. Thema erledigt. Wir können wieder jetzt einpreisen, dass wir neue Geldgeschenke von den Notenbanken kriegen. Das ist Variante 1. Die Variante 2 geht so ein bisschen nach meiner Wochenregel oder nach meinen Wochenregeln, beziehungsweise nach so typischen DAX-Zyklus halt innerhalb der Woche. Und da müsst ihr zum Dienstag nochmal ein neues Tief unter den Montag setzen halt. Ne? Also die beiden Varianten, die sehe ich so ein bisschen, die fände ich passend einfach jetzt so für die aktuelle Situation. Was er auch ganz gerne macht, ist ein Dreieck einfach auf so, das würde ich zurückstellen. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen so gucken, wo kommt das Gap hin? Ich glaube, dass das Gap uns schon recht viel
Auskunft geben kann. Ne? Also gäbe meine ich dann, also ich speziell meine dann 8 Uhr. Kann man sich jetzt drüber streiten, das könnt ihr anders sehen. Ich arbeite sehr gerne damit, mit 8 bis 22 Uhr. Ich habe da sehr gute Erfahrungswerte, auch mit den Close-Leveln immer wieder. Macht das halt immer wieder schön, macht das immer wieder sehr treffsicher, sodass mir das zeigt, dass auch andere so analysieren, auch von den größeren, die tatsächlich der Markt bewegt. Und warum nehme ich das 8 bis 22 Uhr? Weil das so ein bisschen die Haupthandelszeiten sind. Ne? Um 8 machen in Deutschland doch mal viele Börsen auf, um 9 kommt dann der Xetra rein. Und man sieht schon ab um 8 immer deutlich erhöhtere Umsätze halt auch. Ne? Also das ist ja auch dann das 9 Uhr in einer Zeitzone quasi zurück, vorwärts, weiter. Na, also eine Stunde versetzt, dadurch passt das ganz gut. Ne? Also 8 Uhr haben wir viel Bewegung und 22 Uhr, deswegen ist mir die 8 bis 22 Uhr hier wichtig. Also wenn ich sage in Gap, meine ich 8 Uhr Öffnung, nicht 9 Uhr, nicht 17:30 Uhr, ich meine 8 Uhr und 22 Uhr. Das sind auch übrigens die Kurse, die ihr seht, sind auch 8 bis 22 Uhr. So, also Thema durch. Kommt ein Aufwärtsgap, drückt es sich weiter hoch, 4, das reicht schon 400, muss gar nicht viel machen, 13.400 per Aufwärtsgap, das wird mir schon vollkommen reichen. Dann würde ich denken, wir gehen an die 5,30 direkt ran. Die 4,50 ist hier nochmal so ein kleiner Widerstand, aber was will er denn da jetzt noch? Also ich würde denken, an die 5,30 ran, das wäre für mich dann erstmal so, wo ich mir vorstellen könnte, da kommt dann der Xetra-Handel rein, stößt dann das erstmal wieder alles um, bringt nochmal Schwäche rauf, alle denken, oh mein Gott, jetzt fällt er wieder zum Tief, dabei fällt er aber nur bis 3,20, 3,50 so in den Bereich, dreht sich dort wieder hoch und dann legt er sich schon frühen Nachmittag, am frühen Nachmittag dann wieder an dieses Hoch ran. Und dann kommen die Amerikaner und schieben einfach nur noch bis an den Gap Close ran, bis an die 13.600, 13.650. Das sind für mich so oben die beiden wichtigen Marken. Von 650, 600 könnte ich mir noch mal eine Reaktion vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass er von dort noch mal wirklich merklich runterkommt. Ich kann mir vorstellen, dass wir von dort oben noch mal auf eine 450 kommen, auf eine 530 kommen. Also Potenzial ist hier oben auch da. Es ist ein sehr knackiges Niveau. Das kann man durchaus shorten. Wenn denn da auch eine kleine rote Katze reinkommt. Das Setup, das habe ich vorhin schön erklärt, ich versuche das nochmal so schön zu erklären, ist für mich aber nur ein Teil von einer Duplik dieser Aufwärtsbewegung. Ich könnte mir vorstellen, dass die dann so ähnlich nochmal kommt. Dann wäre der erste Antrieb, dann hier eine kleine Korrektur, zweiter Antrieb, kleine Korrektur, dritter Antrieb, bis hier oben in dem Bereich, sodass wir dann auch zwei gleich lange Aufwärtswellen bekommen. Egal ob als A, B, C oder als 1, 2, 3, mir völlig egal, wie man oder wie ihr das dann zählen wollt. Ich fände es bloß passend. Das wäre ein typisches Bild in dem Moment, wo der DAX jetzt einfach weiter hochreißt. Sollte der aber hier unten verkacken, sag ich mal. Oder er sollte vielleicht, oder er kommt vielleicht sogar per Abwärtsgap, per deutlichen Abwärtsgap rein. Unter der 300, unter 320, unter 300. Das sieht jetzt im Chart viel aus hier. Das sind aber am Ende bloß 60, 70 Punkte. Also wir hatten jetzt vom Freitag zum Montag 200. Das wäre quasi ein Drittel des Aufwandes, den er aufbringen müsste, um sich da jetzt runterzuhauen. Und ich glaube, so ein Abwärtsgap jetzt, das wird nochmal so Nachwehen einfach einläuten, sodass wir durchaus nochmal einen Bereich, also mir ist hier runter zu die 2,10 sehr wichtig und die 1,50. Ich konnte mich vorhin ganz lange in der ersten Version des Videos nicht entscheiden, ob ich 2,10 oder 1,50 nehme, aber ich würde mich jetzt für die 1,50 festlegen. Und könnte mir vorstellen, wenn der DAX abwärts gekommen, dass er recht schnurstracks hier runter geht, dann zur Xetra-Eröffnung. Wahrscheinlich sogar erstmal nach oben wieder anzieht, um die Leute einfach zu vereiern. Ne? Dann we einknickt, wegdreht und Richtung 11:30, 12 Uhr, dann wirklich hier nochmal an das Tiefrand geht und dann mit den Amerikanern auch noch weiter durchgeschoben wird. Das wäre meine Erwartungshaltung und dann in die 69 rein. Ist auch für eine, ich sag mal, bärische Variante zwingend erforderlich, dass wir hier ein Tief kriegen. Nicht nur unter dem Montag, sondern auch unter dem Freitagstief letzte Woche. Ja, also wenn der Markt jetzt sich aus sowas hier eine größere Trendumkehr nach unten auffechten will, auch auf Tagessicht, dann muss das Tief hier weg. Das muss weg. Wenn er das so stehen lässt, was haben wir? Dann haben wir hier ein höheres Hoch. Hier ein höheres Tief, per se Aufwärtstrend. Das heißt, in dem Moment, wo er dann hier bloß immer vorher abknickt und wieder hochdreht, dann wäre ein neues Hoch wahrscheinlicher als ein neues Tief, weil er dann im Aufwärtstrend ist. Ja, verstanden? Also, das muss hier unten für eine bärische Variante muss das weg. Und deswegen würde ich ihm das auch zum Dienstag, würde ich ihm das zum Dienstag mit aufdichten hier.
Viel mehr muss er gar nicht machen. Das würde ich gar nicht von ihm fordern zum Dienstag. Also hier so von wegen 900, 750, 690 und tiefer. Das wäre für mich erst später relevant, weil ich mir vorstellen könnte, dass er zum Dienstag hier unten fertig macht, dann Mittwoch, Donnerstag noch mal ein bisschen in die Erholung reingeht und dann über die Weihnachtsfeiertage, also übers Wochenende halt auch, die nächste Welle vorbereitet und dass dann noch mal so ein Stößchen kommt und das dann auch ein bisschen tiefer gehen kann hier. Ja, weil dann würden wir diese Bewegung hier eine Korrektur haben und dann hier nach unten replizieren. Und das hat dann auch entsprechende Kurspotenziale. So, von daher hat der Dienstag eine schöne Aufgabe, die er eigentlich recht klar, deutlich schon mit der Eröffnung anzeigen kann. Also bin ich sehr gespannt, wie er das macht, wie er sich zeigt. Ich würde beides nicht ausschließen, würde mich aber am Früh dann auch relativ gleich dem unterordnen halt, ne? Also entweder sieht man Schwäche oder man sieht Stärke. Also ich glaube, das wird schon offensichtlich. Auch wenn man hier mit den Kerzen gearbeitet hat, ne? Rot, 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 rot. Wann kommt Ruhe rein? Wann tritt er wieder auf? Das ist alles schon sehr stringent und konstant eigentlich gewesen. Also auch offensichtlich. Ja, und deswegen achtet doch ruhig, macht euch die Mühe und achtet darauf, wo die Kerzen drehen. Das erkennt ihr. Erkennt das, wenn der Markt reinschiebt. Ihr müsst bloß eure Geduld ein bisschen zusammenreißen und den Verstand halt. Ne? Weil wenn man zu ungeduldig ist, ist man schon vorher drin, bevor man es erkennt, steht vielleicht sogar falsch rum drin. Ja, und dann handelt man eigentlich gar nicht mehr das, was man sieht, sondern versucht irgendwie seinen letzten Trade zurecht zu treten und zu biegen und vielleicht noch auszuhedgen und zu retten und nachzukaufen und irgendwas, was aber unterm Strich am Jahresende nicht hilft. Ja, von daher schön auf die Kerzen achten. Ja, ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass wir unten rausgehen. Das würde ich auch eher favorisieren. Aber ich möchte für die 300 fallen sehen. Am besten per Gap, schön drunter. Oder direkt gleich vom Start weg runter zu. Und dann würde das passen. Es muss auch kommen. Das will ich auch bestätigt haben. So, dann bin ich soweit. Nee, ich bin noch nicht ganz durch. Oh, ich guck mal, so viel schneller habe ich es gar nicht hingekriegt. Dann scheine ich fast das gleiche nochmal erzählt zu haben. Im Tageschart habe ich euch einen Fall mit dazu genommen. Ich habe mich vorhin ein bisschen lustig gemacht über die Kerze, wie wir die jetzt interpretieren und werten. Es ist ein Hammer. Kann jeder das Lehrbuch aufschlagen? Das ist eine Hammerkerze. Das findet man überall, ganz eindeutig. Es ist kein Hanging Man, dadurch, dass er nicht oben entstanden ist, nicht am Top. Ist kein Hanging Man, es ist eher ein Hammer, also unten in der Bewegung entstanden. Und von daher würde ich schon sagen, laut Kerzendefinition über dem Kerzenhoch, also über der 450, 480, auf Tagessicht Kaufsignal. Kaufsignal Richtung 14.100 nach der Kerze. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Sollte aber das gar nicht überwinden, das Kerzenhoch, und hier stattdessen runterfallen, weil sie sich unter 300 vorarbeiten, dann wird dann natürlich in der rote Kerze ihr Spielraum bis ganz unten ran haben. Ja, vielleicht sogar bloß, also vielleicht so bis 13.100 auf jeden Fall, aber hier jetzt Spielraum unten raus. Ja, und wichtig ist, das habe ich jetzt auch hier neu hinzugefügt, so einen kleinen Trigger, den haben wir auch bei uns im Plugin drinne. Wer das von Ihnen nutzt, der hat das heute schon rein aktualisiert bekommen, weil ich einfach sagen würde, in dem Moment, wo das Tief hier fällt, kann unser DAX durchaus dann den Pullback auf diesen Channel hier machen. Und der liegt etwa im Bereich um 2600, 12.500, da ist auch noch ein offenes Gap, das würde ganz gut passen, aber muss da drunter. Solange da nicht runter geht, nicht runter. Halt, also das Signal kommt tatsächlich erst jetzt. Das sollte man auch hier abwarten. Ne, nicht, dass sie jetzt hier Short reinballern, weil sie sagen, jetzt kommt die 12.500 und dann knickt er ihnen hier die 480 nach oben runter und rennt erstmal die 650, da freuen sie sich auch. Ne? Von daher, gut. Okay, also das soweit dazu. Ja. Wie wertet man den Tagesschart? Der Tagesschart für mich persönlich eher negativ angetatscht. Auch wenn die Kerze natürlich recht hoch geschlossen hat. Aber die Tatsache, dass wir mit einem einzigen Tag die Arbeit der ganzen letzten Woche zernichelt haben, das spricht für mich dafür, dass der Markt echt noch nervös ist. Dass dem echt nicht gut geht und der nicht unbedingt der stabilste der Welt ist hier. Ja, er hat noch echt ein bisschen Schiss einfach halt. Ne? Und wenn dann erstmal noch so eine, guckt mal, seit 4 Wochen haben die Leute hier auf dem Niveau gekauft. Wenn der Markt da drunter verschwindet, also dann wird es echt interessant halt, weil dann sind die alle, die die letzten 4 Wochen hier reingekauft haben, im Minus. Und dann wird es interessant.
Also dann bin ich echt gespannt, wie sich der DAX hier unterhalb des Triggers dann bewegt, weil es kann auch ein bisschen böse werden dann. Ja, weil es ist 4 Wochen, Leute, und er hat mit einem Tag eigentlich, wenn man so will, mal auf Schlag alle aus den letzten 3 Wochen ins Minus gesetzt. Kurzfristig. Nicht per Tagesschluss, aber kurzfristig. Und da wären die schon ein bisschen nervös am Finger. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, und wenn er da jetzt weitermacht, aufpassen. Gut, also ich mache jetzt hier zu. Jetzt sind wir doch noch genauso lang geworden wie vorher. Wahrscheinlich sogar identisch. Ich hoffe, die Aufzeichnung hat jetzt geklappt. Hoffe, Qualität passt auch vom neuen Mikro, dass das keine Fehlinvestition war. Und dann, ja, Freunde, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, viel Erfolg. Tschö.